herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben uns so lange Zeit nicht gesehen. Ihr habt meinen Ehering noch gar nicht gesehen. Ich bin ja hier immer so ein bisschen lost zwischendurch. Ihr wisst, ich poste hier nur, wenn ich auch wirklich Bock habe. Und heute ist wieder einer dieser Tage, denn es gibt einen neuen Reading-Vlog. Zukunft Anna hier. Ich habe mir für dieses YouTube-Video eine kleine Verlosung überlegt. Und zwar kann einer von euch jetzt diese beiden Bücher hier gewinnen. Das hier ist ganz neu auf Deutsch erschienen. Das ist, ach, diese Reihe. Leute, Mile High hat eine dickere Protagonistin. Es ist spicy, es ist einfach nur Hammer. Die Tension, super, super toll. Wir haben hier einen so tollen Bookboyfriend. Und dieser Band soll sogar noch besser sein. Deswegen, einer von euch hat jetzt die Möglichkeit. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich dem Video einen Daumen nach oben zu geben und einen Kommentar zu hinterlassen. Ihr könnt mir wirklich alles schreiben, was ihr wollt. Schreibt, dass ihr teilnehmen wollt. Schreibt, dass ihr heiß auf die Bücher seid. Schreibt mir euren liebsten Bookboyfriend, egal. Aber fügt auf jeden Fall ein Book-Emoji dazu. Und ich brauche euren Instagram- oder TikTok-Namen, denn sonst kann ich euch leider per YouTube nicht kontaktieren. Deswegen schreibt bitte auch euren Insta- oder TikTok-Namen dazu, dann kann ich euch anschreiben und würde einfach sagen, ganz viel Spaß bei der Verlosung. Ich freue mich so sehr, das Paket an einen von euch, an eine oder einen von euch rauszuschicken. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Richtig cool, ich bin dieses Wochenende auf einem Wellness-Wochenend-Trip mit meiner besten Freundin. Ich habe ihr das nach der Hochzeit geschenkt, weil sie eine so tolle Trauzeugin war und sofort einen Tag danach fliegen Axel und ich für 6 Nächte nach Ibiza und natürlich habe ich mich mit Büchern gewappnet und habe Bücher hier parat. Mein Current Read, den ich auf jeden Fall in diesem Reading Blog zu Ende lesen möchte, ist, wie heißt denn der Teil eigentlich? Crown and Bones, Liebe kennt keine Grenzen. Das ist der dritte Band der Blood and Ash-Reihe. Es ist eine Romantasy-Reihe, wo es darum geht, dass Poppy die Auserwählte ist. Poppy ist außerdem eine Mid-Size-Queen. Sie ist kurvig und wird so ein bisschen verehrt. Warum genau, verrate ich jetzt nicht, um nicht zu spoilern. Das bedeutet aber auch für sie, sie ist ihr ganzes Leben hinter so einem Schleier. Also sie darf sich nur ausgewählten Leuten zeigen. Sie hat nur eine Freundin und sonst ist sie wirklich eher wie so eine Repräsentationsfigur für das Volk, sage ich jetzt mal. Und irgendwann lernt sie Hawk kennen, das ist ihr Leibwächter. Und ab da nimmt die Geschichte sozusagen mehr ihren Lauf. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Lasst euch auf die Reihe ein, ich liebe die Reihe. Und deswegen bin ich jetzt hier gerade an Band 3 schon ein bisschen länger dran, weil es kam, die Hochzeit kam so ein bisschen dazwischen. Leute, wir sind mittlerweile angekommen. Ich mache ja hier Wellness mit meiner besten Freundin. Wie schön ist das? Der Kamin ist hier im Hintergrund und wir waren gerade noch Bahn schwimmen, haben auch gegessen und sind jetzt gerade so richtig in so einer cozy Stimmung. Und ich lese jetzt mein Buch hier weiter. Leute, ignoriert bitte meinen Look. Ich komme gerade aus der Dusche hier und wir müssen über dieses Buch hier reden. Ich habe es jetzt endlich abgeschlossen und Leute, am Anfang, es hat sich schon ziemlich gezogen, finde ich. Und ich kann euch raten, Band 3 direkt nach Band 2 zu lesen, weil voll viele Namen haben mir irgendwie nichts mehr gesagt. Ich musste dann nochmal im Band 2 so ein bisschen rumblättern und gucken, wer es wäre, bis ich da so richtig drin war. Und es ist halt wirklich, es ist ein sehr langes Buch. Ich muss auch sagen, hier war weniger Spice und weniger Tension und irgendwie sowas als in den Vorbänden. Natürlich, einfach weil die Romance-Geschichte spitzt sich halt so ein bisschen zu und ist halt nun mal nicht mehr ganz so am Anfang. Aber das Ende hier, absolut krass. Absolut krass. Also es kam so Schlag auf Schlag, eine Sache nach der anderen. Und ich dachte mir echt so, okay, alles klar, was passiert jetzt hier? Ich fand es echt heftig. Und es hat mir gut gefallen, würde es aber, glaube ich, trotzdem mit
4 von 5 Sternen bewerten. Aber ich liebe die Reihe nach wie vor und ich freue mich auf die Folgebände. Leute, ich habe ja heute unten am Pool The Cheat Sheet angefangen und ich wollte euch meine ersten Gedanken dazu teilen. Das ist eine Friends to Lovers Geschichte und irgendwie, also ganz am Anfang habe ich mir gedacht, das war so ein Vibe von, wo praktisch die beste Freundin die Freundin von dem Love Interest, also von dem Boy halt so disst und irgendwie die ganze Zeit sagt, ich weiß sowieso alles über ihn und ich bleibe sowieso am längsten und irgendwie, weiß ich nicht, mir hat der Vibe irgendwie gar nicht gefallen, weil ich mir halt denke, ja, wenn du den sowieso am besten kennst, dann sag dem halt, dass du den liebst und fertig. Also ich hasse ja sowas. Vielleicht kennt ihr auch diese Videos auf TikTok, wo so Mädels immer nachmachen, sozusagen die beste Freundin des Partners und, ach, keine Ahnung, crazy. Da gibt es Stories, die sind wirklich verrückt, deswegen, das mag ich nicht so. Und was mir aufgefallen ist, die sagen hier, wir haben uns schon darüber bepisst heute, wirklich. Das ist so komisch geschrieben, aber zwischendurch sagen die Protas einfach so, yeah. Ich kann, warte mal, wo war das? Das war so komisch. Hier. Yeah. Warte. Oh, und ich habe erwähnt, dass ich sie vor ein paar Wochen nackt gesehen habe. Yeah, das hat es nicht besser gemacht. Hä? Also das steht da so, das sind, glaube ich, immer die Gedanken. Also sozusagen das, was die so, also, wie yeah. Vor allem yeah, also, sind wir hier bei Ascha oder was? Ja. Wir sind in unserem Urlaubsziel angekommen und auch wenn viele Sachen komplett blöd gelaufen sind, wirklich blöd, will ich euch natürlich trotzdem eine Review zu diesem Buch hier nicht vorenthalten. Ich habe es jetzt endlich zu Ende gelesen und zwar The Cheat Sheet von Sarah Adams und Leute, ich habe gemischte Gefühle. Ich muss sagen, ich hatte euch ja schon am Anfang gesagt, so, ne? Manche Sprüche, mir gefällt das einfach nicht. Also ich glaube, der Trope Friends to Lovers ist nicht so mein Trope, weil irgendwie denke ich mir halt so, wie kann das sein, dass es nicht schon früher zur Sprache gekommen ist, wenn von beiden Seiten die Gefühle so stark waren. Und ich mag es einfach nicht, wenn man im Zuge dessen andere Frauen basht. Also wenn ich mir vorstelle, es gibt eine beste Freundin meines Partners, die solche Vibes versprüht, dass sie sozusagen alles besser weiß, dass sie ihn eh besser kennt und dass an sie keiner rankommt, sorry, aber dann, das wäre für mich die absolute Hölle. Und ich finde, so sollte das auch nicht sein. Deswegen finde ich das sozusagen immer den Partnerinnen gegenüber voll unfair und ich mag diese Vibes nicht. Aber als wir das dann überstanden haben, hat das Buch schon an Fahrt gewonnen und ich muss auch sagen, es war sehr witzig. Also die Rom-Com-Elemente in diesem Buch, sehr lustig. Haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste wirklich ganz oft so schmunzeln und lachen. Das war schon ziemlich cool. Was ich aber nicht verstanden habe, ist dieses Wort yeah. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Übersetzungsfehler ist oder ein Interpretationsfehler oder keine Ahnung. Aber das Wort yeah wird praktisch so genutzt wie ja. Und das kommt voll oft vor. Und dadurch wirken die Charaktere, als wären sie 12. Und insgesamt hat mich das Buch jetzt auch nicht geflasht. Also es ist süß. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist, so Anfang 20 oder so, dass man das schon sehr mag. Aber ich mit meinen 30 Jahren habe mich dafür tatsächlich, obwohl ich gerne jüngere Stories lese, sage ich jetzt mal,
habe ich mich irgendwie trotzdem nicht so richtig abgeholt gefühlt. Obwohl die Charaktere hier ja sogar schon ihr Studium fertig haben und fest im Arbeitsleben stehen, also jetzt nicht super jung sind, aber irgendwie wirken sie super jung. Es hat nachhaltig nichts mit mir gemacht und ich glaube, deswegen würde ich dem Buch so 3,5 von 5 Sternen geben. Und ich habe mit diesem Buch hier angefangen. Funny Story von Emily Henry. Das ist mein erstes Emily Henry Buch. Leute, ich muss sagen, ich habe so viel Positives von der Autorin gehört. Sie soll wohl wirklich sehr kluge Dialoge haben, irgendwie das so sehr wortgewandt mit Witz und irgendwie einfach so sehr cool schreiben. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich bei diesem Buch hier den Schreibstil als sehr einzigartig empfinde und es sich schon so anfühlt, als wäre es jetzt wirklich so. Also ich lese das so und denke mir so, ah okay, das ist also ein Emily Henry Buch. Finde ich ganz cool. Ich habe bislang 100 Seiten gelesen und das holt mich auf jeden Fall mehr ab. Und die Thematik ist crazy. Es geht darum, dass sozusagen, ihr müsst euch vorstellen, es gibt zwei Pärchen und beide werden verlassen, weil deren Partner zueinander finden. Also deren Partner waren befreundet, schon wieder, ne? Friends to lovers. Und finden dann zueinander und werden dann zu einem Pärchen. Heißt, wir haben die Überbliebenen, die Verlassenen, sage ich jetzt mal, die sich sozusagen zusammentun aus einer Notsituation heraus und zusammen wohnen und dann sozusagen eine Beziehung faken, um nicht so verlassen und traurig rüberzukommen, wie sie es eigentlich sind. Also eine wirklich funny Story. Und der Schreibstil ist cool. Ich bin so gespannt, wohin mich dieses Buch führt. This morning half so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a dass mich das Buch an einer Stelle wirklich so berührt hat. Ich lag da und habe wirklich geweint und ja, war froh darüber, dass ich eine Sonnenbrille getragen habe. Ich kann es wirklich so empfehlen. Toller Schreibstil. Es ist mal was anderes gewesen und wenn ihr noch nie Emily Henry gelesen habt, dann ist das jetzt euer Zeichen. Leute, ich bete, dass man die Musik nicht hört, denn wir sind in einem Partyhotel gelandet, womit wir nicht gerechnet haben und da geht gerade übelste Party, was auch eigentlich ganz schön ist, aber egal. Ich möchte euch ein Reading-Update geben. Leute, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber dieses Buch habe ich verschlungen heute. Ich bin schon auf Seite 217. In diesem Buch geht es um Liz, die kurz vor ihrem Abschlussball steht, also vor der Prom-Night, die ja in den USA natürlich nochmal ganz anders gelebt wird. Und es geht darum, dass Liz einen Schwarm hat aus ihrer Kindheit, und zwar Michael. Und dieser ist eigentlich irgendwann weggezogen, zieht aber 2 Wochen vor Abschlussball wieder zurück. Und sie war schon damals komplett verliebt in ihn, denn sie war zusammen mit Michael, mit Wes, mit 2 anderen Leuten in so einer Art Clique. Und Wes ist der Junge, der gegenüber von ihr wohnt, aber sie haben über die Jahre einfach keinen Kontakt mehr zueinander gehabt, beziehungsweise sich sogar ein bisschen gehasst, weil er ihr immer ihren Parkplatz wegschnappt und sie ihm. Also die betteln sich immer um diesen Parkplatz.
Side Story. Auf jeden Fall geht es eben darum, dass sie kurz vor ihrem Abschlussball steht, dann kommt Michael zurück und sie ist geflasht. Sie möchte natürlich, dass er sie fragt, ob sie zusammen zu dem Abschlussball gehen. Und sie fragt dann Wes und trifft mit ihm einen Deal, dass er eben hilft, Michael klarzumachen praktisch. Und das Coole an diesem Buch, das heißt ja auch Better Than the Movies, ist einfach, dass hier ganz viele Referenzen auf Popkultur stattfinden. Und zwar geht es hier um romantische Komödien, also um Filme. Deswegen heißt natürlich das Buch so. Das ist nämlich eine Sache, die zwischen Liz und ihrer Mutter ganz präsent war. Die haben sich immer romantische Komödien zusammen angeguckt und deswegen ist hier auch am Anfang eines jeden Kapitels ein Zitat aus einer romantischen Komödie. Und ich bin mit all diesen Filmen, die hier drin sind, aufgewachsen. Das waren meine Filme der Kindheit, der Jugend. Deswegen, Leute, ihr müsst das wirklich lesen. Auch wenn ihr ein bisschen älter seid, es tut dem keinen Abbruch. Zum Beispiel steht hier am Anfang von Kapitel 7 ein richtig schönes Zitat. Axel und ich sagen das tatsächlich zueinander. Oder wir sagen das ganz oft, wenn wir uns zum Beispiel gestritten haben und wieder vertragen haben und darüber reden, dann sagen wir uns das auch. Und zwar steht hier ein Zitat von Wedding Date. Dann wurde mir klar, dass ich mich lieber mit dir streite, als eine andere zu lieben. Voll schön einfach und wirklich, ich lese dieses Buch und ich kichere, ich lächle. Es ist toll. Man muss aber sagen, es ist ganz anders zum Beispiel als Funny Story, weil dieses Buch ist so ein bisschen, ich würde sagen, durch die Zitate unterscheidet es sich schon von anderen Rom-Com-Büchern, aber sonst eher nicht. Also allein anhand des Schreibstils könnte ich jetzt nicht sagen, dass, das ist jetzt Lynn Painter. Krass, habe ich noch nie gelesen. Wisst ihr, was ich meine? Bei Emily Henry war das ein bisschen anders. Da war der Schreibstil besonderer, aber ja, ich würde euch das trotzdem volle Kanone empfehlen für den Urlaub, für den Sommer. Es ist locker, flockig, leicht. Ihr kommt wirklich so durch die Seiten. Mega toll. Ich bin so gespannt, wie es endet. Freunde, ich musste gerade auf unser Zimmer kommen. Ihr seht eigentlich, sonnen wir uns gerade und liegen in der Sonne rum. Aber Leute, ich habe das Buch beendet und ich kann nicht. Ich musste wirklich meine Tränen mehrmals unterdrücken. Dieses Buch ist alles, was Lover von romantischen Komödien benötigen. Also das ist praktisch eine Rom-Com als Buch. Und ja, jedes Klischee wird erfüllt und man weiß, wie es endet, aber es ist so toll, mein Herz, oh, mein Herz, ich konnte nicht mehr, ich habe gekichert. Ich musste Axel Passagen vorlesen, es ist einfach so toll. Perfekter Sommerread, wirklich, also, oder generell, holt es euch, 5 von 5, ich liebe es so unfassbar sehr und ja, ich musste das sofort mit euch teilen. Ich wollte eigentlich draußen filmen, aber hier läuft ja die ganze Zeit Musik und ich durfte das dann nicht nehmen, also wegen Copyright und so, deswegen, das hätte nicht funktioniert, aber deswegen bin ich jetzt gerade schnell hochgekommen, es ist so toll. Leute, heute ist unser allerletzter Abend und ich habe es geschafft, ich habe mit Credence noch angefangen und zwar auf meinem Kindle, oh, ich sehe gerade, die Sticker haben sich verschoben, egal, von Penelope Douglas. Ich fand ja Birthday Girl von ihr so gut als Hörbuch und ja, das ist jetzt mein Read für den Abend und auch morgen fürs Flugzeug. Und ich lese noch ein bisschen. Und dann geht's auch schon ins Bett. Und ich sag's euch, die Protagonistin ist einfach nur so krass gebrochen. Oh mein Gott, also kein Wunder, dass das hier passiert. Ich sag's euch, es ist so krass. Ich habe heute Credence abgebrochen und mir ist aufgefallen, ich habe euch noch nicht mal erzählt, worum es genau geht. Deswegen, wir holen das jetzt alles zusammen nach und ich sage euch, was mich an diesem Buch gestört hat, Leute. Oh mein Gott, das ist einfach... Also, in diesem Buch geht es um Tiernan und Tiernan ist 17 Jahre alt. Ihre Eltern sterben und sie bleibt alleine zurück und ihre Eltern haben sie nie geliebt. Also sie haben ihr wirklich keine Liebe geschenkt, sie scheiße behandelt, abgeschoben, die haben sich nur für sich selbst interessiert.
Und als sie sterben, kriegt sie auf ihr geheimnisvolles Telefon, was komischerweise trotzdem aufgeladen ist, einen Anruf. Und wer ist dran? Ihr Stiefonkel Jack. Mhm. Ja, ihr könnt euch schon denken, was passiert. Besagter Stiefonkel sagt ihr, komm zu uns, wir leben hier so gut. Ne? Ich bin dein einzig überbliebener Verwandter. Ich werde mich um dich kümmern. Und sie denkt sich so, ach, scheiß drauf, kein Bock in diesem Haus zu bleiben und an meine Eltern erinnert zu werden. Gehe ich doch einfach mal dahin. Gesagt, getan, sie zieht nach Colorado zu ihrem Stiefonkel Jack und seinen beiden Söhnen Noah und Caleb. Ach ja, und interessant zu wissen, Caleb ist stumm. Er spricht nicht, weil er ein Trauma hat. So, sie zieht dahin und ich will nur noch mal betonen, sie ist 17. Und als sie da ankommt, gibt es von vornherein eine sexuelle Spannung zwischen ihr und ihrem Stiefonkel. Es beginnt in so einem Süßigkeitenladen und irgendwie, Leute, ich weiß nicht, aber ich hatte schon so ein komisches Gefühl beim Lesen. Mich hat das gar nicht abgeholt. Also wäre sie 25 oder so, bleibt immer noch diese moralische Sache mit dem Stiefonkel und der Familie. Aber sie ist 17, verdammt nochmal. Und das Allergruseligste an der ganzen Sache, er nennt sie manchmal Kid, also ich habe sie auf Englisch gelesen, und sie nennt ihn auf jeden Fall Onkel Jack, also, ne, auch wenn die natürlich nicht verwandt sind, aber trotzdem. Weiß eh von vornherein, worauf das hinausläuft. Ja, Leute, es gibt spicy Szenen zwischen ihr und ihrem Onkel, aber nicht nur das, auch noch zwischen ihr und seinen Söhnen. Ja, habt ihr richtig gehört. Und mein Problem mit diesem Buch ist einfach, dass mir diese... Nee, das ist mir zu krass auf, wir sind deine Familie, passen auf dich auf, aber wir wollen dich auch ins Bett kriegen. Dynamik. Das gefällt mir nicht, ich fühle das nicht, ich habe es wirklich versucht. Ich bin bis Seite 280 gekommen und ich muss sagen, der Spice ist wirklich krass. Also Leute, das ist wirklich sehr spicy, was hier beschrieben wird und sehr explizit und sehr krass. Ich konnte es im Flugzeug nicht lesen, mir war das komplett unangenehm. Nee, ich fand's nicht gut. Ich hoffe übrigens, dass euch der Reading Vlog gefallen hat. Wenn ja, Leute, hinterlasst mir so gerne einen Daumen nach oben. Nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch bei den nächsten Videos von mir mit am Start seid. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich liebe es so sehr. Ich überlege tatsächlich direkt den nächsten Reading Vlog zu starten mit The Right Move. Weil ich glaube einfach, dass dieses Buch eine 10 von 10 wird. Und ich will das eigentlich für euch festhalten. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!